Es wird Zeit, dass Sonic sein Comeback macht. 2022 wird das Jahr des Blauen Igels. Es kommt so viel Stuff raus wie in den letzten 5 Jahren nicht mehr. Und was das alles genau ist, werde ich euch in diesem Video sagen. Dass der neue Sonic-Film rauskommt, ist vielen bekannt. Aber wusstet ihr, dass sogar noch eine komplett neue Netflix-Serie von Sonic kommen soll? Richtig gehört. Und dies ist auch kein albernes Spin-off mit Charme, so wie Sonic Boom, sondern eine waschechte Modern-Sonic-Geschichte, welche auch mit den Games connected sein wird. Sonic wird in dieser Serie durch das sogenannte Shadowverse laufen, was basically das Multiversum ist, und dann versuchen, das Universum zu retten. Warum das so cool ist? Es ist endlich mal wieder eine Serie, die versucht, eine richtige Geschichte zu erzählen und mit den Games verknüpft ist. So wie meine All-Time-Favorite Sonic Show Sonic X, welche viele sicherlich noch von euch aus der Kindheit kennen. Du siehst grauenhaft aus. Es wird super interessant zu sehen, wie Sonic sich durch diese alternative Version von sich und Eggman schlägt und währenddessen versucht, alles zu retten. Und ist das Tatsan, Amy? What are you doing? Es wird auf jeden Fall ultra nice und wird vor allem dem Mainstream mehr Exposure zu Sonic geben. Nur bitte lass die scheiß Fortnite-Tänze, Sega. Aber wie bereits angesprochen, kommt dazu noch der Sonic 2-Film, welcher auf dem bereits sehr erfolgreichen Sonic 1-Film aufbaut. Aber auch dieser wird deutlich besser sein als sein Vorgänger, da er so viele Elemente aus den Sonic-Spielen einbaut und tatsächlich versucht, eine Sonic-Story zu erzählen und keine typische Joho, random Cartoon-Charakter kommt in die echte Welt, joho, Geschichte. Die Chaos Emeralds, Tails und Knuckles, der Master Emerald Gun, alles Elemente aus dem Spiel. Dieser Film scheint ebenfalls nicht ganz so kindisch zu sein wie der erste Teil, weswegen Leute von allen Ages ihn enjoyen können. Und auch wenn ich immer noch kein großer Fan von Julian Bams Sonic bin, ist das auch keine schlechte Marketingstrategie, um auch in Deutschland die Leute ins Kino zu holen. Ich schaue ihn aber dennoch lieber auf Englisch. Und jetzt wird's langsam spicy. Manch einer würde sogar sagen, zweimal spicy. Zweimal spicy. Sonic ist am Ende des Tages doch eine Videospielfigur. Also was ist mit den Videospielen? Ihr habt sicherlich bereits von Breath of the Wild 2, Sonic Frontiers gehört. Aber wer von euch weiß von Sonic Origins? Sonic Origins ist eine Games Collection, wie es in den 2000ern einige gab, in welcher die ersten und legendärsten klassischen Sonic-Spiele geportet werden. Sonic 1, Sonic CD, Sonic 2 und zum ersten Mal auch Sonic 3 und Knuckles. Sonic 3 und Knuckles wurde seit Ewigkeiten nicht re-released, wegen einigen Copyright-Problemen mit der Musik, da Michael Jackson ebenfalls damals an dem Soundtrack gearbeitet hat. Michael Jackson war ein riesen Sonic-Fan. Na, wer von euch wusste das? Diese Copyright-Probleme sind sie scheinbar jetzt umgangen und damit haben die Leute endlich ein Spiel, welches auf demselben Level wie Sonic Mania ist und das endlich in die Neuzeit gebracht. Es ist ein super Einstieg für Leute, die den Sonic-Film, die neue Netflix-Serie oder das neue Spiel gespielt haben und jetzt mehr zu Sonics Anfängen, also Sonics Origins, wissen wollen. Plus sind die Spiele nicht nur faul emuliert, sondern tatsächliche Ports. Wir können also mit den Definitive-Versionen der klassischen Games rechnen. Und zu guter Letzt der wirklich heiße Scheiß. Das neue Mainline-Sonic-Game sieht vielversprechend aus. Ein Open-World-Sonic-Game hat so viel Potenzial. Was wir bis jetzt wissen, ist nicht viel. Allem Anschein nach wird das Spiel ein Mix aus Open-World und Boost-Leveln sein, was eine willkommene Abwechslung ist nach 10 Jahren nur Boost-Gameplay. Überlegt euch mal, wie spaßig es sein muss, mit Sonic durch eine riesige, wunderschöne Open-World zu laufen. Ich meine, die Grafik ist wirklich wunderschön. Wenn sie das Gameplay ordentlich hinbekommen, dann kann es wirklich eins der freshesten und besten Modern-Sonic-Games werden, die in den letzten 10 Jahren erschienen sind. Und auch die Story wird mal wieder interessant. Kein Saturday-Morning-Comedy-Zeug wie in den letzten Jahren bei beispielsweise Colors und Lost World, sondern mal wieder eine tatsächliche Story mit etwas Ernste und Intrigue. Sonic ist auf Starfall Islands und bekommt es mit irgendeiner uralten Technologie zu tun, welche gefährdet, alles zu zerstören. Jetzt muss er seine Freunde und sich selber retten und diese gigantische, noch nie dagewesene Gefahr aufhalten. Ob Dr. Eggman dahinter steckt oder doch selber dieser uralten, aber gefährlichen Technologie gefallen ist, klingt doch schon mal wie eine interessante Prämisse. Dazu wird die Story auch noch von Ian Flynn geschrieben, welcher ein Fan-Favorite ist und seit Ewigkeiten in den Comics einige brillante Sonic-Stories geschrieben hat. So viele haben sich gewünscht, aufgrund der guten Qualität seiner Stories, dass er endlich mal für die Games schreibt und Sega scheint gehört zu haben. Die Comedy-Stories der 2010er hatten ihre Daseinsberechtigung und auch ihre Fans. Es war eine gute Abwechslung damals zu den ernsteren Sonic-Stories. Aber nach 10 Jahren ist es auch mal schön, hier mal wieder eine Abwechslung und etwas Spannenderes zu bekommen. Ihr seht, es kommt also wahnsinnig viel auf uns zu in Bezug auf Sonic. Der Mainstream wird so viel Exposure bekommen und auch für die Longtime-Fans ist viel dabei zum Enjoyen. Dieses Mal scheint es wirklich so, als würde Sonic ein riesiges Comeback machen. Mit dem Geld, welches sie durch den Sonic-Film gemacht haben, hatten sie die Möglichkeit, richtig groß was zu starten und scheinbar tun sie das auch. Natürlich ist es am Ende des Tages Sega und sie könnten auch alles verscheißen, aber ganz ehrlich, mit diesem Line-Up an Sachen sieht es wirklich, wirklich gut aus. Also seid gehypt und vor allem gespannt. 2022 wird das Jahr von unserem lieblingsblauen Überschall-Igel. Natürlich werde ich zu all dem berichten und auch meine eigenen Sachen dazu rausbringen,
Ding. Also, wenn euch sowas interessiert, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Am besten mit Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Ansonsten checkt für mehr Sonic-Content noch Kara, Jim und Reed aus. Die Videos sind hier verlinkt. Peace!